Hallo und willkommen in unserem Garten. Unser Plan für heute. Wir bauen eine Ranghilfe aus einem alten Wildzaun, der bereits schon mal gebraucht wurde. Alten Z-Posten, die liegen da hinten in dieser Ecke. So, als erstes überlegt ihr euch einen Platz, wo ihr denn euren Zaun bauen wollt. Ich habe mich entschieden, dass ich den Zaun parallel zum bestehenden Gewächshaus aufbauen werde. Hierfür mache ich mir erst einmal eine Richthilfe. Die besteht bei mir aus alten Winkelstahlpfählen. Schlage ich dort ein, wo ich den Zaun haben möchte. Und einem zweiten auf der gegenüberliegenden Seite. Ich bin jetzt in etwa parallel zum Gewächshaus ausgerichtet. Das heißt, ich schlage mir hier meinen zweiten Pfahl ein. Mit meiner alten Litze, die ich als Richtschnur verwende. Um die Pfosten nicht mühsam eingraben zu müssen, da der Boden hier etwas beschwerlich ist, benutzen wir, um ein Loch zu bohren, unseren kleinen Erdbohrer. Das ist ein Benzingerät mit 50 Kubik. Mit dem kleinsten Bohrer, den wir haben, der hat in etwa 10 cm. Hersteller von diesem Gerät ist Fuchstek. Muss ich sagen, ich verwende sehr gerne Fuchstek-Geräte. Die sind in der Anschaffung nicht ganz so teuer und für den semi-professionellen Bereich eigentlich noch ganz gut zu verwenden. Das Gerät hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Fliehkraftkupplung ist nicht mehr die neueste. Aber schauen wir einfach mal, ob ich mit diesem Gerät ein Loch hinbekomme. Da wird das erste Loch gegraben. Das Erdbohrer. Wie gesagt, der Boden geht ein bisschen beschwerlich. Aber es ist trotzdem noch die einfachste Methode. Und vor allem die schnellste. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal vom Nahen an. Da haben wir das Loch, wo der erste Pfosten gesetzt wird. Nun zum zweiten. Drei Löcher wollen wir machen. Das reicht als Ranghilfe. Schon fertig.
Ah, Hammer. Hammer das dritte. Quatsch, das war das zweite. Jetzt kommt das dritte. Um die Erde abzuschütteln, damit er sich nicht festhält. Schauen wir uns auch noch im Nahen an. So, nachdem die Löcher gebohrt sind, ich muss dazu sagen, der Boden ist relativ steinhaltig. Wir haben hier teilweise solche und noch größere Brocken drin. Dadurch verkantet der Bohrer ab und zu mal. Können wir unsere Hilfslinien, also unsere Hilfsschnur entfernen. Da die Löcher groß genug sind und man die Löcher jederzeit sieht. Als nächstes können wir schon die Pfosten in die Löcher reinstellen. Diese Pfosten waren bereits schon mal in Verwendung und können problemlos für eine solche, ja, sag ich mal, zweite Art der Nutzung nochmals verwendet werden. Da ich jetzt hier nicht wirklich einen Zaun aufbaue, sondern nur eine Rankhilfe, spare ich mir die Arbeit und messe mir die Höhe von oben bis zum Boden nicht aus, sondern grab den Pfosten einfach so ein. Hierzu verwende ich in erster Linie natürlich die bereits ausgebohrte Erde und verfestige die Erde mit einem Stampfer, den ich gerade zur Verfügung habe. In diesem Fall ist es eben ein Hammer. Selbstverständlich könnt ihr für eine solche Rankhilfe auch Einschlaghilfen, Einschlaghülsen verwenden und einen Holzpfosten setzen oder etwas Ähnliches. Auch jede andere Art von Zaun ist dafür geeignet. So, ich würde sagen, ganz ohne Wasserwaage, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gehen wir zum zweiten Pfosten. Auch hier genau das gleiche Spiel.
ausgehobene Erde einfüllen. Anstampfen. Nach und nach weitere Erde ins Loch füllen. Anstampfen. Ja, das dritte Mal Erde in den Boden füllen. Und festmachen. Zum dritten und letzten Pfosten. Achso, was haben wir denn hier von Abstand? 1, 2, 3, 4, 5 Meter in etwa. Reicht vollkommen aus. Wir müssen ja nicht damit rechnen, dass hier ein Auto dagegen fährt oder irgendwie wirklich wild dagegen rennt. Das Einzige, was eine Belastung auf den Zaun bringt, sind die Pflanzen, die ordentlich Widerstand im Wind leisten werden. Wo ist denn meine ganze Erde geblieben? So, hier ist irgendwie nichts mehr übrig. Nicht mehr viel. Ihr fragt euch, warum ich bei diesem schönen Wetter Gummistiefel anhab. Die Gummistiefel haben Stahlkappen. Und ich arbeite eigentlich ganz gern mit Stahlkappenschuhe. Und meine anderen Schuhe habe ich leider zu Hause vergessen. So, auch dieser Pfosten ist fest. Nachdem die Kamera rund 15 Meter jetzt von unserem Endpunkt entfernt ist, mache ich jetzt mal kurz die letzte Ansage. Wir wollen den Zaun ausrollen. Dazu legen wir den Zaun einfach parallel zu dem Pfosten und wickeln den Zaun auf die gesamte Entfernung ab. So, wir haben den Zaun auf entsprechende Länge abgerollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euren Zaun natürlich auf die Länge einkürzen, die ihr benötigt. Oder aber ihr stellt einfach die Rolle neben dem Pfosten auf und macht so den Zaun, den ihr noch übrig habt, nicht kaputt. Und könnt den Zaun im nächsten Jahr oder zum Winter hin für irgendetwas anderes verwenden. So, wir haben uns dafür entschieden, den Zaun möglichst weit unten einzuhängen. Also sprich, vom Pfosten aus gesehen, wären wir nicht ganz oben, sondern hier in der zweiten Möglichkeit zum Einhängen.
so dass der Zaun unten möglichst weit bis zum Boden reicht. So. Für die Möglichkeit, einen Zaun unten einzuhängen, sind die Haken so rum gekrümmt, dass die Spannung praktisch nach oben aufgefangen wird. Unser Wildzaun hat unten und oben dickere Drähte, haben eigentlich die meisten, annähernd alle. In der Mitte sind die Drähte etwas feiner. So, wir verdrehen bzw. verdrillen den ersten Draht am Spanndraht unseres Wildzauns. Wir werden den Zaun jetzt auch nicht wirklich spannen, sondern nur befestigen. Das reicht vollkommen aus, da wir hier nur mit 10 Metern ungefähr arbeiten und auch nur Zucchini dran hochwachsen sollen. So, wir machen den oberen Spanndraht fest. Ihr könnt dafür natürlich auch eine Zange verwenden. Zieht auf jeden Fall Handschuhe an. Wenn man vom Draht abrutscht, hat man sich ganz schnell mal in die Finger reingerissen. Alle weiteren Drähte werden nach Belieben oder soweit wie es möglich ist in die Laschen eingehängt. Wenn ihr einen Holzpfahl verwendet, schlagt euch Nägel ein und biegt die Drahtenden vom Zaun einfach um die Nägel rum. Da wo jetzt keine Lasche ist, wie an dieser Stelle, einfach den Draht so befestigen. Ein paar Mal rumdrehen. Hier haben wir wieder eine Möglichkeit zum Einhängen. Das ist prima. Und so geht das Ganze durch, bis wir unten angekommen sind und alle Drähte eingehängt haben. So sollte das Ganze in etwa aussehen, wenn eine Seite befestigt ist. Oben, wie gesagt, haben wir jetzt keinen Zaun, weil der Zaun nicht hoch genug ist. Uns war es wichtig, erstmal unten den Zaun möglichst nah an den Boden zu bekommen. Ja, wir haben hier einen Abstand von nur noch 15 cm und nach oben hin der freie Haken kann jederzeit noch mit einer Schnur bespannt werden oder ähnlichem. Weiter geht's am mittleren Pfosten. Am mittleren Pfosten wird der Zaun einfach erstmal nur eingehängt und zwar auf der gleichen Höhe, sprich wir sind hier am zweiten Haken, an dem man einhängen kann, am dritten insgesamt von oben gesehen. Dann geht es an den Endpfosten. Auch hier wird der Zaun in etwa auf der Höhe, nee, nicht in etwa, sondern auf der Höhe eingehängt, auf der man ihn haben mag. Und dann auf Länge abgeschnitten. Der Schnitt erfolgt möglichst immer so, dass möglichst viel Draht stehen bleibt, weil genau diesen Draht benötigt man, um den Zaun nachher zu befestigen, beziehungsweise um den Pfosten oder bei einem Holzpfosten eben um einen Nagel zu wickeln. An den anderen Stellen ist der Zaun flexibel. Das heißt hier, diese Knotenpunkte lassen sich verschieben. Es wird also nichts bringen, wenn man an dieser Stelle abschneidet und glaubt, der Zaun sei dann befestigt. Hier haben wir es gerade mal in der Demonstration gehabt. Moment. Ja, hier werden die Knotenpunkte auf die Seite geschoben. Weil wie gesagt, es handelt sich um einen gebrauchten Zaun. Und ja, da ist die eine oder andere, oder das eine oder andere Tier hat da bereits versucht, sich durchzudrücken. Beim letzten Draht, den man wegschneidet, muss man aufpassen, dass einem der Zaun nicht entgegenspringt.
Ganz schnell hat man so eine scharfe Kante im Gesicht kleben. Wie gesagt, ihr könnt den Zaun natürlich auch am Pfosten stehen lassen, dann braucht er nicht abschneiden. Jetzt versuchen wir mit etwas Spannung den Zaun von unten her am Pfosten zu befestigen. Das heißt, wir hängen den Zaun ein, ziehen ein bisschen dran, biegen den Draht um den Pfosten und halten möglichst gespannt. Und wenn wir den Draht um den Spanndraht verdrillen. Das gleiche könnt ihr natürlich auch von oben her machen, aber am sinnvollsten ist es, man macht entweder Draht für Draht oder aber zwischendurch alle 3, 4, 5 Drähte, darf dann aber nicht vergessen, dass unten immer noch Spitzen rausstehen, an denen man sich verletzen kann. Da wir hier schon etwas fahrlässiger arbeiten, aus der Erfahrung raus, wissen wir, wie sowas tun kann. Trotz allem macht man immer wieder den gleichen Fehler. Vorspannen kann man natürlich, so wie ihr hier seht, von Hand. Oder aber, was ich auch schon gemacht habe, man nimmt zwei Eisenstangen, schraubt die zusammen, zwängt den Zaun ein auf die gesamte Höhe, macht das gleiche nochmal für eine andere Seite und kann das Ganze dann mit so Gurten zusammenziehen. Man kriegt auf diese Art eine Wahnsinnsspannung drauf. Aber ich glaube, dazu mache ich euch auch irgendwann mal noch ein Video. Das war jetzt hier ein bisschen schnell und wahrscheinlich nicht wirklich nachvollziehbar. So, der oberste ist immer recht schwierig für kleine Leute. Und ich habe gerade gehört, witzig. Ich bin zu winzig. Ach, sie ist zu winzig. Aber trotz allem lässt sie sich das meistens nicht nehmen, die Drähte selbst rumzuwickeln. Also Leute, denkt nicht, ich kann das nicht. Es gibt tatsächlich Frauen auf dieser Welt, die packen gerne an, denen macht es Spaß. Und die sehen das einfach auch ein bisschen als Fitnesstraining. Kalorien verbrennen bei der Arbeit, jawohl. Okay, wie gesagt, jeder Draht wird jetzt einzeln nochmal befestigt. Und wenn der Zaun fertig ist, beziehungsweise dieser Pfahl fertig ist, zeige ich euch den mittleren. Ihr seht, die Pfähle sind schön in einer Linie, auch ohne Wasserwaage. Wenn ich hier hochgehe, es ist eigentlich schon relativ gut geworden. So, wir sind jetzt am mittleren Pfosten. Wichtig ist bei Zwischenpfosten, möglichst oben den Zaun anfangen einzuhängen, was wir ja vorhin mit dem ersten schon gemacht haben. Alle weiteren werden in die Ösen bzw. Haken eingehängt, die möglich sind. Und sollte man jetzt noch Spannung nach unten hin benötigen, hat man die Möglichkeit, auf den untersten Spanndraht noch mit dem Fuß drauf zu treten und hier sehr gut einhängen zu können. Das war's zu unserer Rankhilfe, oder das war's noch nicht zu unserer Rankhilfe. Wir werden euch jetzt noch zeigen, wie wir die Zucchini an der Rankhilfe befestigen bzw. bepflanzen. Ja, hier nochmal im Gesamtbild. Ich würde mal sagen, jeder normale Gärtner wird hierfür einen Spaten verwenden. Da wir jetzt sowieso hier im Garten schon unseren Erdbohrer haben, werde ich die Löcher für die Pflanzen einfach mit dem Erdbohrer vorbohren. Versuchen, einen Abstand zwischen den Pflanzen von 40 cm hinzubekommen. Die
Löcher werden etwas tiefer gemacht. Warum, wieso? Das verrate ich euch. Das Unkraut zwischendrin werden wir selbstverständlich noch entfernen. Wohl noch mal tanken sollen. Wir sind jetzt an unserer Pflanzreihe, an der praktisch alle Löcher vorgebohrt sind. Sprich, das, was ihr sonst mit dem Spaten macht, habe ich jetzt einfach mal mit dem Erdbohrer gemacht. Geht ein kleines bisschen schneller, denke ich mal. Braucht dafür ein bisschen Sprit, aber wie gesagt, der lag sowieso gerade hier rum, wegen den Pfosten. Machen wir uns jetzt nicht so viel Arbeit. Los geht's mit den Pflanzen. Als erstes haben wir natürlich in den Löchern, die ausgebohrt wurden, da ich hier ziemlich schnell durch bin, noch Resterde liegen. Die holt man einfach mit der Hand raus, die ist total locker und lose, weil sie vom Bohrer bereits aufgeweicht bzw. aufgewühlt wurde. Dann nehmen wir unsere Komposterde, machen eine Handvoll oder zwei Handvoll in das Pflanzloch rein, so viel wie wir eben benötigen. Nehmen uns, in diesem Fall sind es Zucchini, die hier hochwachsen sollen, nehmen uns eine von den jungen Zucchini-Pflanzen. Durch Drücken auf den Boden kann man die Pflanzen eigentlich relativ leicht lösen. Ja, schaut euch mal die Wurzeln an. Höchste Eisenbahn, dass die Pflanzen wirklich rauskommen in größere Behältnisse bzw. jetzt direkt ins Freiland. Die Pflanzen werden etwas tiefer eingesetzt, als sie vorher gestanden haben. Ordentlich angedrückt. Um das Ganze ein kleines bisschen zu beschleunigen, werden wir die Pflanzen zu zweit schnell einsetzen. Thank you.
Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir sind hier in etwa bei der Mitte angekommen und haben circa die Hälfte der Pflanzen eingesetzt. So, die Pflanzen liegen jetzt schon alle auf den Pflanzlöchern. Ich gehe mal einfach hier drüber. Oder Pflänzchen. Müssen jetzt praktisch nur noch im Kompost eingedrückt werden. Wie ihr also hier seht, sind die Pflanzen unmittelbar unter dem Zaun gepflanzt, sodass, wenn die Pflanzen größer werden und anfangen zu ranken, sie hier problemlos an dem Wildzaun festhalten können und ihr auch von beiden Seiten sehr gut zum Ernten hinkommen könnt. Plant ihr irgendwelche Reihen, also sprich mehrere solche Zäune nebeneinander zu setzen, achtet darauf, dass ihr zwischen den Zäunen mindestens 1,20 Meter bzw. 1,30 Meter Platz lasst, sodass ihr die Pflanzen einsetzen könnt und zwischendrin immer noch mit dem Rasenmäher oder mit einem anderen Gerät problemlos das Unkraut wegschneiden könnt. Ihr habt sonst die helle Freude, was ihr im Herbst alles an Unkraut stehen habt und dann entfernen müsst. So, die Pflanzen werden angegossen. Ordentlich Wasser drauf geben. Den Rest erledigt dann der Regen. Und wir werden euch berichten, wie die Pflanzen weiter wachsen und wie der bewachsene Zaun dann in einigen Monaten aussehen wird. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch. Abonniert uns. Wir werden sicherlich den einen oder anderen Tipp immer wieder mal für euch haben. Schaut mal wieder rein und wir werden uns in wenigen Tagen schon wieder mit einem neuen Video melden. Bis bald! Ciao!